Ja, auch von mir ganz herzlich willkommen hier auf dem Gedata Campus. Ich war kurz überlegt, ob ich noch sage, im Roten Konsum, weil das war der alte Name genau dieser Stätte. Lieber Kai Figge, lieber Andreas Lüning, lieber Minister Professor Pinkwart, wenn wir nacheinander, voreinander sprechen, hat das immer ein kleines Problem für uns. Ich tippe, Ihnen geht es nicht ganz anders. Wir haben einen so ähnlichen Blick auf Wirtschaftspolitik, auf Unternehmen, auf Start-ups, auf Digitalisierung, dass im Regelfall der eine schon das gesagt hat, was der andere auch vorhatte zu sagen. Insofern werde ich mich jetzt mal nur auf den Bochumer Teil beschränken, weil ich glaube, ja, absolut, absolut, absolut. Wir haben das ja schon ein paar Mal geübt miteinander. Wir wirklich eben diesen Blick auf die tolle Geschichte dieses Unternehmens, aber gleichzeitig auch auf die Veränderung durch Digitalisierung und die Anforderungen, die vor uns liegen. Und das, was man tun muss, um eben auch einen Wirtschaftsstandort wie Nordrhein-Westfalen, wie das Ruhrgebiet und in meiner Verantwortung hier in Bochum eben auch mit Themen zu prägen, da sind Unternehmen wie das Ihre natürlich sozusagen Leuchttürme auch für andere, um zu sehen, wie ein Weg beschritten werden kann. Das einzig wirklich sichere System wäre ausgeschaltet, in Beton gegossen, in einem bleiverkleideten Raum untergebracht und vom bewaffneten Sicherheitspersonal umgeben. Und selbst dann hätte ich meinen Zweifel, schrieb Jean Spafford in einer Zeitschrift 1989. Also das ist ungefähr so lange her wie Sie mit Ihrer Gründung. Es ging dabei, wie könnte es anders sein, um die Unsicherheit von Computersystemen und bin mir relativ sicher, Sie werden wahrscheinlich nicht gleichzeitig mit der Gründung genau dieses Zitat gelesen haben, aber es vielleicht trotzdem kennen, denn es hat Sie ja nichts davon abgehalten, genau in dieser Problematik weiterzuarbeiten und das mit dem von Minister Pinkwart gerade schon beschriebenen Enthusiasmus und Freude und ja dem Brennen, was ich quasi mitgesprochen habe, als ich dort unten saß. Ganz im Gegenteil sogar, ich glaube, das, was in diesem Zitat zum Ausdruck gebracht wurde, ist das, was Ihr Ansporn ist und war. Das macht aber auch deutlich, dass es ein Arbeitsumfeld ist, in dem man sich nie entmutigen lassen darf, weil alles, was man schafft, wird immer sofort wieder in Frage gestellt. Das kann ja, wenn man eine labile Persönlichkeit ist, durchaus dazu führen, dass der Lebensweg ein komplett anderer wäre als der ihrige, sondern ganz im Gegenteil, man muss es als Ansporn verstehen, sich nicht ermutigen lassen, sondern immer wieder gewinnen zu wollen, obwohl man weiß, dass es immer wieder Situationen gibt, in denen man verlieren wird. Und diesen Biss, dieses Brennen, um Technologien zu schützen, die sich rasend schnell verändern, den braucht man eben, wenn man diesen Wettlauf gewinnen möchte, up-to-date sein möchte mit seiner eigenen Technologie, die Technologien begrenzen möchte, die Schaden zuführen wollen. Und diesen Biss, den haben Sie, wir kennen uns schon ein paar Tage länger, deswegen sage ich, der ist nicht nur heute zu spüren, der ist zumindest in der Zeit immer zu spüren, gemeinsam mit Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und wenn ich daran denke, wir haben auch schon lange darüber diskutiert, legen Sie den auch immer wieder neu an den Tag. Und der Dreh- und Angelpunkt ist eben genau dieser Campus, der Gedata Campus hier, die neue Firmenzentrale in Bochum. Und diese besondere Verbindung zu Bochum hat Sie eben auch bewogen, seit über 30 Jahren unserer Stadt die Treue zu halten. Dafür will ich einfach mal Danke sagen. Weil es gibt in Unternehmensentwicklung immer Situationen, wo sich auch die Frage stellt, bin ich hier richtig oder woanders? Und ich glaube, für eine Stadt wie Bochum und das, was wir an Depressionsmeldungen hinter uns lassen und im Moment an positiven Meldungen ja auch verspüren können und an Aufbruch verspüren können in dieser Stadt, das hängt eben auch damit zusammen, dass diejenigen, die Neues wagen, irgendwie auch eine Verbindung dazu haben und nicht irgendwann irgendwo anders sind, sondern diesen Standort auch die Treue halten. Und wenn wir als Stadt das möchten, dass das Unternehmen möglichst leicht fällt, die Treue zu halten, müssen wir versuchen, die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen und ansprechbar zu sein in den Situationen, wo es Hilfe, Unterstützung, Rahmenbedingungen schaffen, eben auch vonnöten hat. Aber eben nur das Gefühl von Verbundenheit allein hält auch keine Beziehung so lange zusammen. Und die hält eben nur dann zusammen, wenn man immer dann, wenn es auch schwierige Situationen gibt, miteinander im Gespräch ist und versucht, sich zu halten. Und ein altes Sprichwort sagt, wenn eine Partnerschaft lange halten soll, dann braucht es vier Dinge. Erstens etwas Altes, also etwas Traditionelles.
Und traditionsreich ist Ihr Unternehmen mit seinen über 30 Jahren quasi Dinosaurier in Ihrer Welt. Also in anderen Unternehmen wird man sagen, vor 100 reden wir nicht drüber, was Tradition angeht. Aber in dieser Branche ist das was komplett anderes. Da ist man mit heute 30 Jahren bei dieser Kurzlebigkeit ein Traditionsunternehmen dieser Branche. Aus unserer Sicht ein Bochumer Original. Wenn ich darüber nachdenke, vor 30 Jahren, als Sie gegründet haben, habe ich Führerschein gemacht. Habe mal nachgerechnet, ungefähr, kommt fast auf einen Monat hin. Und zu Hause nicht am Atari, sondern am Commodore gespielt. Also das unterscheidet es an der Stelle. Aber 30 Jahre später gibt es, also Führerschein habe ich noch, Sie auch wahrscheinlich, aber die beiden Unternehmen gibt es zumindest so als Markennamen und als Unternehmen gar nicht mehr. Und Sie haben da angefangen und sind heute noch hier. Und wenn man sich auch an andere Unternehmen erinnert, die es in den 30 Jahren gegeben hat und die vom Markt verschwunden sind, ist das eine Riesenleistung und aus meiner Sicht ein Riesenapplaus wert. Und deswegen haben Sie eben, um zur Tradition zu kommen, mit dem Kauf des roten Konsums, also hier gab es dann Tee und Kaffee, Sie haben mir das alles mal ganz genau erklärt, eben eines der wichtigen Zeugnisse der Arbeiterbewegung hier in Ihren Besitz, in Ihr Eigentum gebracht, aber eben ist nicht irgendwie eliminiert und was Neues gemacht, sondern das Traditionelle bewahrt und neues Leben in dieses Stück Stadtgeschichte gebracht. Zweitens, man braucht etwas Neues, etwas Innovatives, wem erzähle ich das? Sie machen nichts anderes. Es reicht aber auch ein Blick in dieses Gebäude. Wenn man sich das anguckt, die Arbeitsbedingungen, neu und innovativ ist Gedata stetig. Ein agiles Unternehmen, Sie haben es auch gesagt, die Agilität eines Start-ups bewahrt und das eigene Spin-off als nächstes Start-up auch schon gegründet vor einigen Jahren mit Gedata Advanced Analytics. Mittlerweile 500 Mitarbeiter neutralisieren täglich an die 400.000. Sie haben gerade gesagt, 600 sind es mittlerweile. Schädlinge aktualisieren die Antivirensoftware im Stundentakt, schützen zahlreiche Unternehmen und Privatleute vor Gefahren. Das ist eine Erfolgsgeschichte, zu der aber, glaube ich, auch ein bisschen der Standort beigetragen hat. Weil, Sie haben es auch gerade schon gesagt, wir sind, glaube ich, mittlerweile IT-Sicherheitshauptstadt Deutschlands, vielleicht sogar Europas. Wir arbeiten gemeinsam daran, noch ein bisschen was dazukommen zu lassen, was das noch sichtbarer werden lässt. Aber ohne Gedata wäre diese Sichtbarkeit heute nicht möglich. Und ich glaube, das Klaus-Görtz-Institut, die Ruhr-Universität und viele andere tragen dazu bei, dass Sie auch immer Nachschub haben und neue Talente entdecken können, wenn es darum geht, Ihre Firma wieder in die Zukunft zu tragen. Die dritte Sache, die man braucht, um erfolgreiche Partnerschaft über lange Zeit zu gewähren, ist etwas Geborgtes, also etwas, was man teilt miteinander. Und das tun wir hier in Bochum ganz intensiv. Wir teilen Wissen, auch interdisziplinär. Ich glaube, das ist auch ausgesprochen spannend. Das ist ein weiterer Vorteil, der sich den Bochumer Unternehmen bietet, weil es eben so viele gibt, die an diesem Thema in Bochum arbeiten und andere Themen, mit denen man es gut verbinden kann. Ich denke, das zweite große Standbein, das Thema Gesundheitswirtschaft, wo das Thema Datensicherheit von eminenter Bedeutung ist, ist auch was Anwendung angeht und Verbindung ein ganz wichtiges. Und das vierte, meine Damen und Herren, das vierte, was man braucht, das ist etwas Blaues. Wenn ich das als Bochumer Oberbürgermeister sagen darf, muss es in dem Fall auch was Weiß-Blaues sein, nicht nur was Blaues. Und da sind Sie natürlich in Bochum genau richtig. Und ich komme jetzt nicht zu den Maischützen, sondern zu meinem seit über 40 Jahren, 44, um genau zu sein, andauernden Lieblingsverein, dem VfL Bochum, der schon mal noch erfolgreicher war als heute. Aber Sie haben sich ja entschieden, Premium-Partner des VfL Bochums zu werden. Und mich hat das ganz besonders gefreut. Man konnte das auch gerade schon einmal sehen, unten in im Eingangsbereich. Und man konnte es früher draußen eine Zeit lang am Gebäude sehen, wenn man vorbeifuhr. Sie sind Premium-Partner des VfLs und wir würden uns sehr wünschen, wenn Ihr Eindruck wäre, dass die Stadt Bochum auch Premium-Partner von Gedata ist. Wir helfen, wo immer wir können. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Einweihung.